Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe euch ja demnächst gesagt, die Sechser werden demnächst geöffnet, sobald wir die zwei voll haben. Und ja, wie ihr seht mich, das heißt natürlich, es ist soweit. Und wir gehen auch mal direkt auf die Kristalle. Davor werden wir noch ein, zwei Fünfer aufmachen, beziehungsweise drei müssten es, glaube ich, sein, wenn ich es vorher richtig gesehen habe. Und dann heißt es Daumen drücken für die Sechser. Und ja, wie ihr wisst, fehlt mir, oder was heißt, wie ihr wisst, ja. Mir fehlt ja nach wie vor immer noch der Archangel in allen möglichen Varianten, also ob Vierer, Fünfer und ja. Sechser braucht man, glaube ich, gar nicht erst von reden. Und vielleicht haben wir jetzt Glück und der ist da jetzt mal endlich dabei. Ja, und ihr seht, wir haben die zwei Sechser voll. Und ich würde sagen, wir starten mit den drei Fünfern. Noch eine. So, und dann schauen wir mal. Kristall Nummer 1. Quake. Sehr nice. Die haben wir nämlich schon. Das heißt, die ist jetzt erweckt. Sehr cool. Ist zwar aber jetzt nicht unbedingt notwendig, aber Quake ist auf jeden Fall ein super Charakter. So, Nummer 2. Und Daumen drücken. Agent Venom. Ja, der nächste Dupe. Ja, ist okay. Bräuchte man jetzt nicht unbedingt, aber ja, ne? So, ein neuer wäre noch ganz cool. Für die Wertung. Wobei wir wertungstechnisch eh prinzipiell super sind, aber ein Weiner. Ja, der nächste Dupe. Gut, dann gibt es halt wertungstechnisch nichts, aber drei Dupes. So. Ist jetzt zum 800 Splitter auch gleich wieder. Und jetzt heißt es ganz, 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 ganz fest Daumen drücken, ihr Lieben. Für die Sechser. Und dann schauen wir mal. Wenn da jetzt kein super Top-Champ dabei sein sollte, dann wird auf jeden Fall demnächst mein Iceman auf Max gehen. Außer wir ziehen jetzt hier halt natürlich irgendwas richtig Geniales. Aber lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. So. Kristall Nummer 1. Und Daumen drücken. Dot Kaotkeboss. Nice. Sehr nice. Richtig cooler Champ. Ich bin mir jetzt gerade nur nicht sicher, ob wir den erweckt bräuchten oder nicht, aber prinzipiell auf jeden Fall richtig cooler Champ. Und Nummer 2. Oh, die, ja. Nebula wäre natürlich auch richtig cool. Und Trax. Cooler Champ auf jeden Fall. Der kann auf jeden Fall richtig gut reinhauen. Wird, glaube ich, auch von einigen unterschätzt, obwohl der echt nicht schlecht ist. Tja, das war's dann eigentlich für heute wieder. Schreibt mir da einfach mal rein, was ihr alles so gezogen habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi!